Wir wollen heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Es geht um den öffentlichen Raum. Und wir haben da auf unseren täglichen Wegen etwas gesehen, was uns sehr verstört hat. Philipp, was hat uns verstört? Ein Bild. Es ist eine Komposition aus jeglichem Stil, der vorstellbar ist. Es ist eklektizistisch. Es ist bedrohlich. Es schränkt uns ein in unserer täglichen Alltagsbewältigung. Und es gibt einen hohen Bedarf, darüber zu sprechen. Mir fließt der Schweiß in Strömen von der Stirn und wir werden jetzt hingehen und uns das mal genauer anschauen. Machen wir das. Das für mich Verstörende ist erstens einmal, dass es zwei verschiedene Inseln gibt. Auf der linken Seite spiegelt sich das Wasser, auf der rechten Seite spiegelt sich es nicht. Das Verstörende sind auch eigentlich die zwei verschiedenen Klimazonen, meiner Meinung nach. Das sind zwei verschiedene Klimazonen. Die unmittelbar aufeinandertreffen. Also ich sehe auf jeden Fall mal rechts sehe ich tropische Strukturen, das sind Palmen. Und auf der linken Seite ist es eindeutig die gemäßigte Zone und aufgrund der sehr gleichmäßigen Bäume würde ich fast sagen, es ist in Frankreich, es ist ein französischer Garten. Es ist ein französischer, wahrscheinlich in einem Barockgarten und ich denke, es ist in einem Fürstentum. Also als zweites sehen wir natürlich auch, dass die Figuren, die hier auftreten, eine sehr unterschiedliche Dimension haben. Meine Theorie ist, dass Tweety und vor allem Biene Maja, die ja in Natura vielleicht dieser Größe entspricht, beim Schnappschuss direkt vor der Linse gelandet also so. Ist. Sie verfolgen das gemeinsame Ziel, im Stechschritt, im Stechflug, das Schloss zu betreten. Hier diese beiden, also das Schaf und die Ente, die haben Rhabarberkuchen in der Hand. Das heißt, es ist aus sozialer Sicht hier ganz eindeutig sehr wichtig, dass man das Schloss erreicht. Mit einem herzförmigen Rhabarberkuchen. Mit einem herzförmigen Rhabarberkuchen. Aber warum hat Biene Maja, Tweety, SpongeBob und dieses Kind, warum haben die keinen Rhabarberkuchen dabei? Also das Kind könnte einen Rhabarberkuchen im Rucksack haben. Und Biene Maja auf dem Hinterkopf. Und Tweety hinter den Füßen. Zwei fußförmige Rhabarberkuchen. Ja, das sind die zwei Herzteile und die kannst du dann zusammenfügen. Und warum haben die Untertanen von dieser Person verschiedene Dimensionen? Also warum ist das Bild links dreidimensional eher und rechts wird es zweidimensional von den Figuren her? Das hat etwas mit einer... Lass mal den mal kurz vorbeigehen. Bin Sie Pokémon? Löschen Sie das an, gerade so gut. Okay, werden wir löschen. Ja, werden wir löschen, okay. Versprochen. Links sehen wir die ganz normale Raumzeit und rechts ist eine Dimension abgefallen aus irgendeinem Grund. Wir müssen auch etwas klären und zwar manche der Bewohner haben nur ein Auge, also offensichtlich wird einem ein Auge ausgestochen, wenn man einen Tag lang keinen Rhabarberkuchen bringt. Naja, Sie haben jetzt ein Auge verloren, damit spreche ich speziell die Ameise an und... Und den Vogel? Die Ente? Die Ente. Und ich wünsche mir jetzt nur, dass sie ihr Leben lang noch die Akkordarbeit gewissenhaft durchführen. Ja, weil sonst auch. Ist weil es sonst aus ist es mit dem aus Augenlicht. Im Fürstentum. Meine Theorie ist auch, dass es deswegen so zweidimensional erscheint, weil das aus dem Weltall aufgenommen ist. Ich glaube, dass der Besitzer des Schlosses abwesend ist, auf Urlaub zum Beispiel, auf der Internationalen Raumstation, weil er sehr, sehr reich ist und macht aber weiterhin mit einem ganz teuren Teleobjektiv aus dem Weltall Fotos, wo er überprüft 24 Stunden, ob die Rhabarberkuchen abgeliefert werden. Das Auto. Das ist versunken in einer schwarzen Masse. Was ist das? Pech. Warum ist da Pech? Und somit ist alles gesagt.